das Video eröffnen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die Chili erwarten wir auch schon da hinten. Na, mein Schatzi, weil die Mama hat gerade einen Großeinkauf gemacht. Und wir wollen gleich mal, darauf habe ich letztes Mal schon gewartet, dieses Spielzeug hier testen. Brain Mover, das heißt, da kommen nachher Leckerlis rein. Naja, wird auch normales Trockenfutter reichen. Leckerlis habe ich nämlich jetzt nicht bestellt. Und dann, wenn Mama das hier alles weggeräumt hat, die ganze Unordnung, dann wollen wir das mal testen, ja? Hm? Ja, leg dich erstmal hin. So, Mäuse, jetzt wollen wir das mal ausprobieren. Hier, jetzt habe ich leider diese passenden Leckerlis nicht dazu, sondern nur, ja, das normale Trockenfutter. Aber ich will das jetzt mal hier auspacken. Wir wollen das jetzt hier mal auspacken. Ja, Milo. Chili, wollen wir mal gucken? Genau, dieser Cat Activity Brain Mover. Schmusi. Mal sehen, was die beiden dazu sagen und ob sie damit um können. Ja, pack mal aus. Chili. Hm? Ja, was ist das denn? Genau. Jetzt mache ich das mal hier auf. Gleich, oder beziehungsweise... Machen wir das auch auf, hier, also ja. Vorrichtung. Milo denkt, glaube ich, dass du lecker bist. Stinker. Chili guckt sich das Ganze von hinten. Guck mal, ihr Gesicht. Chili hat die ganze Zeit... Ach, nimm doch mal dein Schwänzi da weg. So, und jetzt? Ich mach das mal auf. Das ist jetzt das Teil. Warte mal, lass das mal hier rumgehen. Guck mal, hier ist aber doch auch noch so ein Faden. Ja, das ist da müssen die auch dran. Tragen. Nee, das ist nicht zum Tragen. Da müssen die Katzen, glaube ich, dran ziehen. Ja, genau. Ah, da muss auch ein Leckerli rein. Das ist ja alles cool. Genau. Ja, dann wollen wir das mal machen. Guck mal, die sind ganz aufgeregt und sitzen da. Mäuse. Ja, dann mach mal. Tu mal was rein. Okay. Vielleicht habe ich noch das. Aber die sollen das ja eigentlich nicht sehen. Warte mal, wie machen wir das denn? Doch, das müssen die doch eben. Nein, das sollen die nicht sehen. Das sollen die nicht sehen. Okay. Sonst weiß er... Hat gerührt. Wo hast du jetzt einen reingetan? Da. Da. Da, wo das... Okay, jetzt noch nicht, Milo. Und jetzt... Doch, jetzt da noch. Nein, das Ding soll doch noch da raus. Wo der Faden da drin ist. Ja, dann sieht er das Leckerli. Dann macht er bestimmt so... Ja, und wozu ist das? Ja, egal. Lass ihn erstmal diesen Leckerli. Okay, los, Milo. Such. Da. Ist das da unter? Das ist da unter. Ja, das versteht er ja jetzt schon nicht. Milo. Okay. Also, doch, Milo... Mal. Dann machen wir die Leckerlis mal. Milo... Oder dass er das sieht. Milo, guck mal. Warte, tu das mal hin, so dass er das Milo. Sieht. Ja, da. Und jetzt? So. Stinker. Ja, und was soll er? Jetzt denkt er sich, was soll das denn? Was? Oh, Stinky. Oh, Milo. Okay, dann geh mal zu Chili. Vielleicht, sie versteht das bestimmt. Aber du musst ihr das auf jeden Fall zeigen. Da. 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 Und dann so. Los. Guck mal, die macht das bestimmt. Wir müssen da mehrere Leckerlis reintun. Sie riecht sie ja, schon. Sie riecht auf jeden Fall. Sie riecht das schon. Vielleicht wir müssen, sie müssen da zugucken. Ja, da muss sie sich jetzt dran gewöhnen, dass da ein paar Leute zu... Gesundheit! Milo hat eine Flasche aufgemacht. Aber sie riecht das wirklich voll krass. Und such. Such, tu mal mehrere rein jetzt, Leon. Nimm mal die Hand, mach mal alles voll, überall, wo es reingehört. Überall. Sie Milo, nimm mal deinen Arsch hier weg. Jetzt denkt sie, das ist... Milo, da. Und posten sie drin. Oh, Milo? Lass mal. Wo hast du das denn rein? Oh, guck mal, sie ist ganz aufgeregt. Wo ist es denn drin? Da, immer noch. Schila. Los, schlag ihn. Schlag dich. Mensch, jetzt mach uns hier nicht peinlich. Jetzt such das Ding. Komm. Was muss ich machen? Den Ball wegschieben, ne? Mhm. Oh, Milo. Mäuschen. Ja, wir müssen sie einfach nur mal lassen. Ja, Milo setzt sich einfach vor, wie doof. Wie doof davor, wie doof. Wie doof davor. Was soll ich denn jetzt machen? Chili? Chili ist doch so eine Pfötchenmaus. Die macht doch immer alles mit dem Pfötchen. Na, ruhig raus da. Zeig mal einmal. Okay. So. Los. Ich hab's jetzt noch leichter. Oh! Da! Fein! Fein!
Oh, jetzt fällt es da rein. Ja, das macht sie doch gut. Hey. Ist das jetzt da drin? Nein. Ja, super. Ja. Voll geschüttelt. Schätzi. Jetzt noch mal. Ach, oh, jetzt will sie das probieren. Ja, dann darfst du sie nicht ablenken. Ja, so. Ich glaube, Sheila versteht das. Nee, das ist falsch. Nein. Wieso? Sie zieht das, das ganze Ding. Chili. Ist das da nicht drin? Nein, ich glaube nicht. Oder ist da noch eins? Ich weiß das nicht. Ich glaube, da ist noch und eins. Milo. Er denkt auch, was macht die denn da? Und was muss sie mit dem Teil da machen? Und hier, das Rosane hat ja auch irgendwas zu bedeuten. Oh, die zieht das ganze Ding mit sich. Warte, kann ich mal kurz gucken, ob da noch was drin ist? Warte, lass sie mal eben. Lass sie doch mal eben. Sheila. Hm? Oh, ich muss dir das machen. Einmal andere Richtung. Oh, Sheila, ich war's. Ich hab gesprochen. Das kommt mal vor. Sie braucht doch einfach nur das Bällchen wegnehmen, oder? Fast. Sie hat's fast geschafft. Ja. Oh, jetzt macht sie den Hebel. Ja, mach den Hebel. Nein, da ist doch gar nichts. Oh. Mach den Hebel. Und Milo ist irgendwie... Mhm. Der weiß gar nicht, was los ist. Stinka, du musst mitmachen. Oh. Ach, da war doch ja, noch was. Ja, super. Drin. Oh nein, jetzt hängt es doch fest. Oh, darf ich einmal das wegmachen? Ja. Mach ich mal. Aber eigentlich soll sie selber das machen. Da jetzt. Hier. Da. Ja, ich würde mal sagen, Milos IQ. Null. Das ist leider nicht sehr hoch. Oh mein Schatz, du lernst oh, das Mama, sicher noch. Jetzt hat sie das weggeschoben. Jetzt weiß sie, wie das funktioniert. Jetzt habe ich es nicht gesehen. Sie muss das wegschieben und da unten ist ein Leckerli. Ja, mach noch mal weg. Mach doch mal mehrere rein. Vielleicht versteckt Milo es dann auch irgendwann mal. Oh, jetzt will er da auch. Milo, lass ihn mal zugucken. So, dann kommen da welche rein. Ja, Milo, da. Du musst auch gucken. Guck mal, sie ist... Also Sheila ist eine kleine schlaue Maus. Okay. Aber vielleicht guckt Milo ja zu, was Sheila da macht. Guck mal, dann geht sie rum. Wirklich voll süß. Ja. Und süß. Milo guckt gar nicht zu. Den Milo fängt sich an zu putzen, interessiert das immer wieder gar nicht. Weil... Was süß, was sie da macht. Das ist oh nein, voll... das macht sie in die Ecken immer. Jetzt ja, aber ich finde das aber... Oh, guck mal, sie dreht jetzt mal Milo den Arsch zu. Ja, fein, mein Schatz. Sie räumt das ganze Ding ab. Die zieht bestimmt auch irgendwann mal an diesem Fädchen da. Mhm. Guck mal, wie sie denn immer so da rumgeht. Süße, du kannst das. Ja, los. Ja, toll. Und Milo guckt, wie hat sie das denn jetzt schon wieder gemacht? Aber das Fädchen da drüber. So. Ist da noch was unter? Ja, da ist noch was. Fein, mein Schatz. Und Milo, du hast jetzt nichts abgekriegt, ne? Nee, musst du selber machen mit deinem... Mensch, Milo, sei doch nicht so doofi. Guck mal, deine Chili hat das schon alles rausgeholt. Noch nicht. Sie muss das Bällchen noch mal wegkicken. Sheila, geh gucken, was ist da los? Jetzt denkt sie, du meinst ja, draußen. Dann tu ihr doch noch mal gerade rein. Oh, mein Gott. Oh, das kriege ich hier jetzt erstmal. Oh nein, so, jetzt sieht Milo auch. Jetzt sieht Milo auch. Nimm mal die Hand weg. Super, endlich! Nein, jetzt versteht er es. Oh, könnt ihr nochmal schieben? Ist das unter Bällchen? Nee, ich glaube ja, das ist da hingefallen. Guck mal. Ich schieb nochmal. Ja, super, Milo. Fein. Ich glaube, Milo braucht einfach nur noch einen kleinen Moment. Und dann kann er das aber auch. Aber er kann es doch schon. Also ja, aber guck mal, du musst da bei dem Fädchen, da wo das Fädchen... Mhm. Ja, Mäuschen. Oh, sie kriegt jetzt große Augen. Plüschi, geh doch auch in die Geschichte. Er hat das Bällchen weggeschoben. Super. Nein. Feinstinker. Und jetzt sieht er das da drin auch. Gut. Oh, Stinker. Milo. Ja, super. Er kann es auch. Mach mal mehr rein. Noch mehr. Vielleicht traut sich nur Chili nicht mehr. Weil er jetzt. Aber jetzt ist auch gut, dass er mal dran ist. So. Mach mal das. Zieh mal das raus. Bitte. Warte. Mal so machen. Du sollst mal das in den, da hier, da wo das Fädchen ist. Mach doch mal auf. Okay. Er soll da eigentlich dran ziehen.
ist das jetzt da drin? Ja, Milo. Zeig ihm das, er muss das erstmal sehen, sonst versteht er das wieder nicht. Ja. Und jetzt zumachen, zumachen, zumachen. Oh, jetzt ist das ja da drin. Ach, warte, ich muss das ins andere Fach reinmachen. Nein, 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 nein. Das müssen wir zumachen. Das machst du jetzt schön auf. Das ist halt... Das versteht er, weil er das von dem anderen Brett kennt. Aber ich dachte, er mit den Bällchen. Mach doch mal das Bällchen wieder drauf. Wo ist Chili? Aber das ist nicht. Oh, Chili ist ganz schlau. Die steht hinter mir und will so an die Tüte. Mach mal bitte die Tüte zu. Süße! So haben wir das aber nicht gedacht. Hui! Super! Ja, jetzt sind sie beide da. Süße! Ui, was machst du denn? Lass das am Pfötchen hängen. Übrigens, wir haben Milo als doof dargestellt. Am Anfang, er brauchte nur einen Moment. Jetzt macht er das alles richtig, richtig super. Ja, das ist natürlich der Vorführeffekt. Milo, mach nochmal. Dann üben wir das Ganze nochmal und sagen, Chili und Milo, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, Daumen nach oben. Und abonniert die Glocke. Und aktiviert den Kanal. Guck mal, guck mal, ihr macht weiter. Mhm. Und dann sagen wir tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.